Nichts ging mehr bei der Eröffnung des 13. Kartäuser Winterzaubers. Bereits bei der Eröffnung hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden. Werkstattleiter Christoph Lovens eröffnete die Veranstaltung auf der Bühne. Ein Vorteil, das Wetter spielte mit. Es blieb trocken. Es ist der 13. Kartäuser Winterzauber und wir haben uns das damals einfallen lassen, weil wir dachten, es braucht eine schöne Gelegenheit, auch mal die Arbeit der Menschen mit Behinderungen hier in den Werkstätten Karthaus der Öffentlichkeit zu präsentieren und ein schönes Event zu machen. Und da war ein Weihnachtsmarkt, bot sich da einfach an und das hat sich in den letzten 13 Jahren natürlich ständig weiterentwickelt und was geblieben ist, ist die Atmosphäre mit den beleuchteten Bäumen. Was immer mehr wird, sind die Besucher. Das ist, merkt man heute gerade. Früher war der Donnerstag immer noch der Geheimtipp. Mittlerweile ist ab 17 Uhr hier kaum noch ein Parkplatz zu bekommen. Das Angebot an Kunsthandwerk und Produkten aus eigener Herstellung kann sich sehen lassen. Besonders die Artikel aus der hauseigenen Holzwerkstatt und Textilien der Kollektion Karthaus fanden das Interesse der Käufer. Also wir sind jetzt im 13. Jahr, machen wir diese Veranstaltung, Kartäuser Winterzauber. Unsere Erfahrungen sind also einfach nur positiv. Wir haben hier die Möglichkeiten, dass die Produkte, die die Beschäftigten herstellen, hier zu präsentieren, einer großen Öffentlichkeit darzustellen. Die Beschäftigten sind auch in der Holzhütte, verkaufen ihre Produkte, also eine hohe Identifizierung mit den Sachen, die wir machen. Und das ist einfach insgesamt ein ganz toller Rahmen hier. Traditionelle Zinnfiguren als Christbaumschmuck und Raumdeko präsentierte Reinhard Güter aus Lüdinghausen. Er verkauft bereits seit Jahren auf dem Kartäuser Winterzauber. Ja, ich biete selbstgemachte Zinnfiguren an, jetzt mal im weihnachtlichen Stil. Und sonst haben wir durch alle Epochen durch sämtliche Gewerke da. Und zwar habe ich da ein Rohling zum Beispiel und davon mache ich mir eine Form. Diese Form ist Silikonkautschuk, hitzebeständig. Ich habe die Form hier hinter, aber kann ich nicht. Ne? So, und dann wird das Zinn heiß gemacht, reingegossen in die Form, kommt es raus. Dann wird das versäubert, wenn es klappt. Dann wird das grundiert, mit Plakafarbe mache ich das meistens, mit Acrylfarbe bemalt. Und dann kommt ein Überzug drüber, damit man es auch richtig anfassen kann. Neben den Geschenkideen übertraf das Angebot an Speisen und Getränken wieder alle Erwartungen. Ob Püree mit Kasslerbraten oder Bratwurst, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Besucheransturm bereits am ersten Abend erfreute die Organisatoren und Standbetreiber. Viele tausend Leute, die uns übers Wochenende besuchen, zählen. Wir haben überlegt, wie wir es zählen könnten. Es funktioniert einfach nicht. Bis zum Sonntag hat der Kartäuser Winterzauber jetzt geöffnet. Die Organisatoren und Standbetreiber hoffen, dass das Wetter mitspielt. Die Einnahme soll in vollem Umfang den behinderten Menschen in der Werkstatt zugutekommen.